Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu diesem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch die 100% des jeweiligen Kapitels, ohne die Nebenmission. Das zeige ich euch noch in einem separaten Video. Dabei gehe ich wie folgt vor. Erst zeige ich euch noch einmal die Mission, um welche es geht. Dann nochmal eine Karte, wo ihr theoretisch alles selber finden könnt. Dann nochmal die ganzen Missionen, die Erinnerungsstücke, die drei Stück. Dann die Kiste mit der Illustration. Und zum Schluss zeige ich euch nochmal den Boss, wo ihr das kosmetische Item bekommen könnt. Am Ende zeige ich euch noch einmal, wie das kosmetische Item bzw. die Illustration aussieht. Natürlich, wenn ihr zu einer bestimmten Mission springen wollt und euch nur eine bestimmte Mission interessiert, dann nutzt entweder die Videobeschreibung und springt mit dem Timecode dahin oder nutzt die Kapitelfunktion von YouTube. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit diesem Video.
Ja, liebe Freunde, das war dieses Video. Falls ihr natürlich noch weitere Fragen haben solltet, so stellt doch diese gerne unten in die Kommentare. Falls euch mein Video gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und vor allem abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr von Sword Art Online Factory Daydream mehr zu verpassen. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und sage bis dahin und ciao, euer...